bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo... grüß euch, wir sammer... Na, ich mein, ich, na, wir. Wir? Hallo! Ja, wir sind wir in den Dolomiten unterwegs, und zwar kennt man vielleicht die Berg, ja? Die drei Zinnen in Südtirol. Und da machen wir jetzt gerade einen geschmeidigen Rundweg und das Panorama ist einfach der absolute Wahnsinn! Ja, deswegen, let's go! Ja? Bam. So, wir marschieren jetzt mal zu der Hütte, keine Ahnung wie die heißt, hat irgendeinen italienischen Namen. Und da gibt es dann einen Enzian, gell Ella? Nein, wie man sieht, friert uns ja so, deswegen brauchen wir Schnaps halt. Nein. Schauen wir mal, was wir im Angebot haben, aber es ist echt der absolute Wahnsinn vom ganzen Panorama her, also da brauche ich ja nichts verzeihen. Und im Hintergrund das legendäre Bild der drei Zinnen. Also, das ist schon echt Wahnsinn. Und morgen soll es sogar schneien hier oben. Das ist echt pervers. Heute noch 20 Grad, wolkenloser Himmel und morgen 20 cm Neuschnee. Also, ja. Es wird heute Herbst, gell? Das ist dann der Jahreszeitenwechsel. Wir haben jetzt einen absoluten Dusel, ja, weil eigentlich hätte die Hütten zu, aber wir haben quasi VIP-Status mit einem ehemaligen Förster am Hansee. Und jetzt haben wir hier einen legendären Kaiserschmarrn stehen. Deswegen Mahlzeit. Gekocht von? Genau, von einem Koch aus Sri Lanka. Nein, Lucky Buster. Sind wir lucky, dass der Lucky uns den Kaiserschmarrn macht? Genau. Eine gute Mahlzeit. Nach einem legendären Kaiserschmarrn auf der Dreizinnenhütte, der war einfach mal mega geil. Das war echt Wahnsinn, die haben schon geschlossen gehabt. Und hätten wir da den Hans-Jörg nicht davor kennengelernt, der war eben hier 50 Jahre lang Förster in der ganzen Gegend, quasi der Ranger auf die drei Zinnen. Und mit dem nötigen Vitamin B haben wir da halt noch Verpflegung gekriegt. Gell? Und jetzt ist allmählich schon Abend. Wir gehen jetzt noch auf den sechsten Stein. Der ist hier links von mir. Und der haben wir uns für ein perfektes Abendrot-Foto noch positionieren. Und ja, also es ist, wir sind jetzt schon fast den ganzen Tag da und es ist echt einfach nur phänomenal. Die Dolomiten sind, der Hansi hat gesagt, der schönste Fleck der Welt. Oder Ella? Ja. Ja. Ja, wenn es schon mit Ella sagt, ja, dann ist es so.